Wir fahren in den Südwesten von Honduras. In dem bergigen Bundesland Intibucá ist die Natur besonders artenreich. Hier erstrecken sich nahezu unberührte Waldgebiete. Unser Ziel ist San Antonio, eine kleine Gemeinde an der Grenze zu El Salvador. Nur wenige Kilometer von hier planen beide Regierungen einen riesigen Staudamm, El Tigre. Nach der Fertigstellung wird das gesamte Dorf im See versinken. Berta Cáceres ist seit Jahren in der Menschenrechts- und Umweltorganisation COPIN aktiv. Sie kritisiert die illegale Vorgehensweise von Regierungen und Unternehmen bei Staudammprojekten. Esas son una de las peores cosas que están pasando en las comunidades porque en Honduras está aprobado también el convenio 169 sobre los pueblos indígenas que es obligación del Estado cumplirlo y habla de la obligación del Estado a consultar a los pueblos indígenas sobre cualquier megaproyecto o proyecto que atañe o que afecte a las comunidades indígenas. Y esto no se ha hecho. Nunca se le ha preguntado a las comunidades si quieren una represa o no. La otra cosa es que en municipios como Concepción y también en San Antonio de Colomoncagua, las comunidades han hecho grandes asambleas comunitarias donde han acordado que no va a entrar ninguna represa hidroeléctrica. Allein in Honduras sind 10 Gemeinden mit ca. 60.000 Personen direkt betroffen. Für sie bedeutet das den Verlust ihrer Wohnstätten und Lebensgrundlagen. Im gesamten Gebiet halten COPIN und andere Organisationen regelmäßige Treffen ab. Sie tauschen Informationen aus und beraten das gemeinschaftliche Vorgehen gegen die Staudammprofiteure. Auch in San Antonio ist die Regierung kompromisslos vorgegangen. Israel Quintero verurteilt die fehlende Befragung und die einseitigen Entscheidungsprozesse. Mire, nosotros de parte del gobierno no tenemos absolutamente nada. No han habido consultas. Nosotros aquí hemos tenido manifestaciones. Hemos ido hasta la capital a manifestarnos que no queremos que se haga esa represa en lo absoluto de parte del gobierno y de otras autoridades involucradas en la reconstrucción de esa represa no han venido nunca aquí a hacer consulta. Für die Regierungen Mittelamerikas haben Staudämme eine überregionale Bedeutung. Die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung würde den Ausbau des Energiemarktes erheblich gefährden. Denn Projekte wie El Tigre sind wichtige Bausteine für die Erhöhung des Stromangebots. Insbesondere das neue Stromnetz CIEPAC spielt für die wirtschaftlichen Interessen eine grundlegende Rolle. Die Verbindung zwischen Südmexiko und Panama gilt als das wichtigste Infrastrukturprojekt des Plan Puebla Panama. Durch sie schaffen die Staaten eine bedeutende Voraussetzung zur Ansiedlung transnationaler Unternehmen. Zudem ist die neue Stromverbindung ein entscheidender Bestandteil für ein gesamtamerikanisches Stromnetz. Mit den geplanten Anschlüssen nach Mexiko und Kolumbien wird ein riesiger Energiemarkt von den USA bis nach Südamerika entstehen. Y la energía también se está privatizando, o sea, aunque las comunidades tuvieran acceso a la energía, va a ser muy cara, va a ser privatizada, no va a ser del Estado ni peor de las comunidades. Ellos dicen que es de beneficio, dicen, para las comunidades, porque van a tener, dice, acceso a una refrigeradora, televisor. O sea, nosotros pensamos que el pensamiento de ellos sobre el desarrollo, si para ellos tener una refrigeradora y un televisor es desarrollo, eso es una cosa ridícula porque eso no es desarrollo. Desarrollo para nosotros es tener nuestros bosques, es tener los ríos libres, que no estén encarcelados, es la vida, es la tierra, pero para las comunidades, no para un grupo pequeño que se beneficia con nuestras riquezas.
Die Übertragung des westlichen Konsum- und Wohlstandsmodells auf die sogenannten Entwicklungsländer ist ein fortwährender Eingriff in bestehende Gesellschaftsstrukturen. Dennoch wird es von den Entscheidungsträgern, wie dem Vorsitzenden des PPP-Büros Herbert Taylor, als notwendige Entwicklung verkauft. Wegen der wachsenden Kritik verschweigt er die tatsächlichen Interessen. Zu diesen gehören Energieproduktion und Wasserversorgung für Monokulturen und Niedriglohnfabriken. Beides profitable Exportsektoren. Lo tienen que hacer como lo hacían en la Edad Media poniéndoles sal. Porque no tienen refrigerador. Entonces es muy caro vivir allá. Porque no tienen cómo conservar alimentos. Yo te pregunto cómo puedes tener sin energía eléctrica una pequeña clínica para hacer una pequeña intervención quirúrgica si no hay luz. ¿Cómo le puedes decir a los indígenas y a los campesinos y a la gente más apartada que puede comunicarse con sus familiares a otros lugares si no hay luz? Entonces, sí se está haciendo trabajo de infraestructura, pero el objeto y el fundamento central es la calidad y el nivel de vida de los habitantes. Immer mehr mittelamerikanische Einwohner erleben nun die Schattenseiten des boomenden Geschäfts. Die Preise steigen mit der Privatisierung des Energiesektors. So hat das Energieunternehmen AES große Teile des Energiemarktes in Panama und El Salvador unter seiner Kontrolle. Die Verbraucher bezahlen dort mittlerweile doppelt so viel wie in Honduras. Hier übernimmt größtenteils noch der Staat die Versorgung. Doch nun drängt AES auch auf den honduranischen Markt. Der US-Konzern ist maßgeblich an der Realisierung des El Tigre-Damms beteiligt. Angesichts der drohenden Vertreibung befinden sich die Einwohner San Antonios bereits im Widerstand, wie die Bürgermeisterin Elvira Giron beschreibt. Bueno, nosotros internamente estamos organizados, tanto en el casco urbano como en las diferentes comunidades. También tenemos diferentes grupos organizados de la seguridad ciudadana y una defensa civil con una experiencia de 8 años. Y así es de que nosotros quizás nos vamos a tirar a la calle. Sí, nos amenazan de esa forma, porque realmente estamos muy seguros acá, nos sentimos muy tranquilos, pues una demostración es que nosotros no queremos dejar nuestro pueblito, pues estamos mejorando sus calles y así, ¿verdad? No solo acá en el casco urbano, sino que estamos haciendo diferentes proyectos en las diferentes comunidades de nuestro municipio. Am frühen Morgen machen wir uns auf den Weg zur Grenze. Beim Haus der Familie Arevalo endet die holprige Piste. Die 4 Generationen leben von der Viehwirtschaft und den fruchtbaren Ackerflächen. Der ertragreiche Mais ist hier das wichtigste Nahrungsmittel. Lorenzo Arevalo begleitet uns die letzten Kilometer zu den beiden Grenzflüssen Torola und Lempa. Sie trennen El Salvador und Honduras voneinander. Dort, wo sie zusammenfließen, soll mit fast 800 Megawatt eines der stärksten Wasserkraftwerke Lateinamerikas entstehen. Die Energie will der Multi-AES in das lukrative CIEPAC-Netz einspeisen. Lorenzo beschreibt uns den vorgesehenen Standort. Entonces. De aquí donde estamos, a donde sé yo que van a hacer el muro, pues de la represa, está como a 3 kilómetros, más o menos. No, es lo que puede estar de distancia. Y así es, pues, que si esa represa la hacen, los afectados vamos a ser nosotros los hondureños. Der geplante See wird sich vorrangig über honduranisches Gebiet erstrecken. Die Mauer soll ungefähr 100 Meter hoch und 400 Meter lang werden. Für die Energieerzeugung sind 8 Turbinen eingeplant. Ob Technik auch von deutschen Unternehmen kommt, ist noch unklar, aber sehr wahrscheinlich. Denn Hightech-Produkte aus Deutschland sind bei den Konstrukteuren begehrt und in fast allen Staudämmen der Welt zu finden, auch in Honduras.
Claro, hemos tenido participación de empresas alemanas, Siemens es una de ellas, participó en la construcción del centro de despacho de carga con el equipo de control, los tableros mímicos, computadoras, y también tenemos Siemens en equipo eléctrico que se usa en subestaciones. Así que tenemos participación, la Mayer International también fue una empresa, es una empresa consultora que participó en algunos estudios acá, y no solamente en Honduras, sino que en El Salvador, en Guatemala. Die deutsche Lahrmeier-Gruppe ist eines der größten Ingenieurunternehmen weltweit. In mehr als 140 Ländern ist die Konzerngruppe aktiv. Anteile besitzen neben RWE auch die Dresdner und die Deutsche Bank. Über mehrere Jahrzehnte hat Lahrmeier an Hunderten von Staudammprojekten mitgewirkt. Zu den zahlreichen Kritikern des Konzerns gehört die schwedische Gesellschaft für Naturschutz. In ihrem 2000 erschienenen Bericht beschreibt sie untransparente Geschäftspraktiken, Bestechungen und gesetzeswidrige Studien. Zu dem binationalen Projekt El Tigre erstellte Lahrmeier die Machbarkeitsstudie, auch Feasibility-Studie genannt. Sie beinhaltet geologische, hydrologische, Umwelt- und Kostenuntersuchungen. Während eines Projektzykluses durchlaufen Projekte gewisse Planungsphasen. Das geht von Feasibility-Studien bis über Planung bis dann zur Implementierung. Die Feasibility-Studie ist hinsichtlich der Umweltverträglichkeit insbesondere wichtig, da hier die Kriterien angewandt werden, die von der Kommission für große Dämme, von der Weltbank festgelegt wurden und die dann entsprechende Kriterien liefern, ob dieses Projekt umweltverträglich ist. Die von Lahrmeier genannte Kommission für große Dämme, kurz ICOLD, dient als weltweite Interessenvertretung der Staudammbauer. Die Kriterien von ICOLD und Weltbank sind der Rahmen für die Realisierung von Staudämmen. Die Weltstaudammkommission WCD kritisiert diese Richtlinien als unzureichend, gerade in Fragen der Menschenrechte und Ökologie. Sie vertritt folgende Position: Betroffene sollen über alle Aspekte des Projekts informiert und an Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Staudammbauer müssen vor Baubeginn glaubwürdig versichern können, dass ein Projekt von der lokalen Bevölkerung akzeptiert wird. Beide Forderungen wurden weder beim Babylonia noch beim El Tigre erfüllt. Nach den WCD-Kriterien müssten die Verantwortlichen die Projekte stoppen. Die Weltbank hat sich klar gegen die WCD-Kriterien ausgesprochen. Sie ist durch ihre Kreditvergabe immer noch tonangebend. Auch das deutsche Wirtschaftsministerium hat 2005 als entscheidende Instanz ein eindeutiges Votum abgegeben. Keine Verschärfung der Standards für Staudämme. Für Lahrmeier International und andere Unternehmen dient dies der Sicherung ihrer Geschäftsinteressen und Millionengewinne. Fragen zu einzelnen Projekten wie dem El Tigre-Damm lehnt der Geschäftsführer von Lahrmeier, Henning Notdurft, vor der Kamera ab. Aus Angst vor einer kritischen Berichterstattung will sich das Unternehmen nur zu allgemeinen Themen äußern. In allen mittelamerikanischen Ländern hat die Militarisierung zugenommen. Auch im Grenzgebiet zwischen Honduras und El Salvador sind Truppen stationiert. Während unseres Aufenthaltes überwacht uns das Militär, schießt Fotos und versucht uns über die Dokumentation auszuhorchen. Nur heimlich können wir filmen. Für die Bewohner San Antonios und benachbarter Gemeinden wird sich die Situation in absehbarer Zeit verschärfen. Tenemos que oponerlos, oponer redundantemente a decir no pasarán, así o no se hará la represa. Ni un momento aceptamos lo que es el pueblo de San Antonio jamás dará esa decir sí que se haga la represa. No,
Rotundamente no aceptamos que se construya la represa del Tigre, o sea, alguna otra represa que según se cree que se quieren hacer. Así es de que, como se está diciendo el compañero, habrá sangre primero para que se haga la represa.